Yeah.
Der Gewalttäter ist gefasst. Aber wer hat ihn bloß zu dem Angriff auf Großmeister Emmerich angestiftet? Einer der Papstloyalisten in der Kurie. Vielleicht ein streng Gläubiger. Oder einer, der sich nicht von seinen liebgewonnenen Privilegien trennen möchte. Aber wer könnte das sein? Mir fallen mehr ein, als ich zählen kann. Großmeister Emmerich. Eure Verletzungen.
Keine Sorge, mir geht es gut. Die Heiler haben ganze Arbeit geleistet. Wir dürfen den Vorfall aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. Auch wenn der Attentäter hinter Schloss und Riegel ist, planen die Hintermänner bestimmt schon den nächsten Schritt. Es würde mich nicht wundern, wenn sie bald wieder zuschlagen würden. Jemand, der die eigene Stadt in Brand setzt, lässt sich nicht so leicht vom Ziel abbringen. Großmeister Emmerich, die Basilika. Eine Gruppe Bewaffneter ist dort eingedrungen und hat sich verschanzt. Hab ich's nicht gesagt. Berichte, was ist geschehen? Die Bewaffneten nennen sich die Brüder des wahren Glaubens. Sie haben den Bereich der Basilika gestürmt, der als Notlager für die Obdachlosen freigegeben wurde. Sie haben ohne zu zögern unsere Wachen niedergeschlagen und die dort versammelten Bürger als Geiseln genommen. Geiseln? Haben Sie Forderungen gestellt? Sie verlangen, dass ihr, verzeiht mir, eure ketzerischen Taten mit dem Leben bezahlt. Außerdem fordern sie, dass umgehend ein neuer Papst gewählt und eine neue Regierung gebildet wird. Was für ein Blödsinn! Haben diese Narren denn rein gar nichts verstanden? Warum ist es nur so schwer, sich von dem alten Glauben zu lösen? Warum hängen noch so viele an den Lügen der Kurie? Wir haben es nicht mit rational Denkenden zu tun. Zuallererst sollten wir uns um die Sicherheit der Geiseln sorgen. Dann nehmen wir uns diese Aufrührer vor. Das halte ich auch für das Beste. Befreien wir die Geiseln. Lucia, nimm dir die Tempelritter, die du brauchst, und sperr die Basilika ab. Keine Maus soll dort herauskommen. Zu Befehl! Hilda, sichere mit deiner Miliz die Fundamente. In den Schwaden gibt es viele, die nicht gut auf die Kurie zu sprechen sind. Sie warten vielleicht nur auf eine Gelegenheit wie diese, Gewalt mit Gewalt zu erwidern. Aber ich will nicht, dass sie auch als Geiseln enden. Um die Befreiung der Geiseln werde ich mich persönlich kümmern. Kann ich dabei auf die Unterstützung des Bundes zählen? Selbstverständlich, Großmeister Emmerich. Ich danke euch, meine Freunde. Dann werden wir auch diese Krise überstehen. Wartet! Lasst mich auch mitgehen. So soll es sein. Also gut, auf geht's!
Freistaat! Nun ist Schluss!
Immerhin haben sie sich verkrochen. Es gibt keinen Ausweg. Lass das Mädchen gehen und ergib dich. Halone steht mir bei. Niemals werde ich sie verraten. Kommt nicht näher, oder ihr habt das Mädchen auf dem Gewissen. Glaubst du etwa, die Kriegsgöttin blickt wohlwollend auf einen Feigling, der Kinder als Schutzschild nimmt? Schweig, Drachenfreund! Du hast hier keine Stimme. Ich werde mich nicht ergeben. Schon gar nicht dir, der das Blut seines Vaters an den Händen hat. So wie das Blut dieses Mädchens. Ich bin deiner Einladung gefolgt, aber was muss ich sehen? Ihr bekämpft euch selbst. Vielleicht habe ich mich ja getäuscht und ihr braucht noch mehr Zeit. Bleib, große Vidovnir. Wir heißen dich willkommen. Und wir danken dir, dass du diesem Mädchen das Leben gerettet hast. Ein bloßer Zufall. Doch bin ich froh, zur rechten Zeit zur Stelle gewesen zu sein. Danke, weißer Drache. Nichts zu danken, kleines Mädchen. Das Leben der Sterblichen ist kurz. Gib auf dich Acht und nutze deine Zeit weise. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn der Drache nicht erschienen wäre. Freundin Isels, kühne, selbstlose Kriegerin, ich habe nach dir gesucht. Überbringe dir eine Nachricht meines Vaters. Von Reisvelge? Sie
So ist es. Der Wiedergeborene hat seine Schar um sich versammelt und ist davon geflogen. Neuen Himmeln entgegen. Das ist die Nachricht, die mein Vater mir auftrug, dir zu überbringen. In Anerkennung der tiefen Verbindung, die zwischen dir und den Drachen besteht. Dann ist Estinien wirklich zu Nidhogg geworden? Ich habe gesagt, was zu sagen ich gekommen bin. Glaubt, was ihr glauben wollt. Tut, was ihr tun müsst. Lebt wohl. Berichtet, was vorgefallen ist. Der Drache hat das Mädchen vor dem sicheren Tod bewahrt. So ist es. Das ist der Beweis. Ishgard und die Drachen können in Freundschaft miteinander leben. Emmerich, ich glaube ja, dass du damit recht hast, aber lass mich dir einen gut gemeinten Rat geben. Überstürze die Dinge nicht. Der Wille zum Frieden muss erst reifen. Wenn du jetzt zu hastig vorgehst, stürzt du Ishgard in einen neuen Krieg, einen Bürgerkrieg. Sei vorsichtig, Emmerich. Ich sorge mich um dich, als ob du mein eigener Sohn wärst. Und ich möchte nicht noch einen verlieren. Ich danke euch, Graf Fortin.
Man konnte die Anspannung in der Menge förmlich spüren, als Vidovnir wie aus dem Nichts erschien. Wie schön, dass ihr noch hier seid. Ich möchte euch etwas geben. Ein Schild? Der Schild des Hauses Hontan. Bitte nehmt ihn als Zeichen unserer Freundschaft entgegen. Da ist noch etwas. Es ist noch nicht offiziell, aber mein Vater wird bald den Vorstand über das Haus an mich abtreten. Es ist nicht zu vermeiden. Zu tief ist unser Haus in den Sturz des Papstes verstrickt. Manche sagen sogar, Emmerich und die Fontain hätten ihn vorsätzlich beseitigt. Um diesen Vorwurf zu entkräften, wird mein Vater sich aus der Politik zurückziehen. Er meint, es sei besser so für Ischgard. Damit verschafft er den Häusern Semael und Durendar gewaltige Vorteile. Ich weiß, aber er ist durch nichts von seinem Vorhaben abzubringen. Seit ich klein war, wurde ich darauf vorbereitet, eines Tages den Vorsitz über das Haus zu übernehmen. Und ich habe dem Tag mit Stolz entgegengeblickt. Jetzt, da es soweit ist, bin ich voller Zweifel. Die Legenden, auf denen unsere Stadt gegründet ist, haben sich als Lügen entpuppt. Und ebenso das Fundament unseres Adelsstands. Wie kann ich da mit gutem Gewissen den Titel eines Grafen annehmen? Ja, das waren auch Archefonds Worte. Ein Ritter muss für das Leben anderer einstehen. Es sind die weisen Worte eines selbstlosen und edlen Ritters. Meines Bruders, auf den ich unendlich stolz bin. Trage den Schild mit dem gleichen Stolz, als Freundin des Hauses Fortin. Steh mir bei, Emanelan. Wir werden Vaters Willen ausführen und Emmerich mit ganzen Kräften dabei unterstützen, Ischgards Wohl zu dienen. Ischgard ist zu retten. Bei ihm bin ich mir nicht so sicher. Entschuldigt mich jetzt, ich habe ein Adelshaus zu leiten. Der Entschluss, mutig in die Zukunft zu schreiten, entspringt nicht selten einem zunächst zweifelnden Herzen. Wir alle haben einen Weg zu gehen, dessen Ziel in Ungewissheit gehüllt liegt. Am Scheideweg des Schicksals liegt die Wahl, ob wir ins Licht oder ins Dunkel schreiten, allein bei uns. Welchen Pfad Ischgard einschlagen würde, konnte noch niemand erahnen.
Gut gemacht. Jetzt sollte ich uns hier Zugang verschaffen können. Dann lass uns schnell machen. Die Galia werden nicht jedes Mal auf eine so improvisierte Tarnung hereinfallen. Tancred, ich weiß nicht, was ich ohne dich getan hätte. Ich habe allerhand über dich gehört und dachte, du wärst... nun ja... sorglos. Aber mir scheint, das ist ganz und gar nicht der Fall. Hat dich dein Überlebenskampf in der Wildnis diesen Ernst gelehrt? Oder bist du so gewissenhaft, weil es um Minfilia geht? Das ist nicht der Augenblick, Kriele. Doch, Tancred, bitte. Ich riskiere gerade Leib und Leben mit dir, um in ein galeisches Castrum einzudringen. Da wüsste ich gerne, woran ich bei dir bin. Genauso hartnäckig wie Alfino. Ihr habt noch mehr gemeinsam als nur dieselbe Ausbildung. Minfilia ist mir tatsächlich unersetzlich. Aber nicht in dem Sinn, wie du vielleicht vermutest. Vor 15 Jahren hat meine Fahrlässigkeit den Tod ihres Vaters verschuldet. Es war ein Unfall. Eine Gubu riss sich los und lief amok. Ich kümmerte mich um Minfilia, um es wieder gut zu machen. Auch wenn das natürlich nicht ging. Aber als sie heranwuchs und ihre Gabe zum Wohl anderer einzusetzen begann, da begriff ich, dass sie ein hohes Ideal vor Augen hatte. Das war kein kleines Mädchen mehr. Das war eine Kämpferin, die Respekt verdiente. Und ihr Ideal war auch das meine. Louisoire, dem ich so viel zu verdanken habe, glaubte sofort an sie. Genauso wie die Mitglieder des Bundes. Sie trat für ihre Prinzipien ein. Und wir standen bedingungslos hinter ihr. Sie berührte unsere Herzen. Ich werde alles dafür tun, dass sie die Erfüllung ihres Traumes erleben kann. Danke, Tancred. Ich kann nun deutlich fühlen, wie viel sie dir bedeutet und will nicht weiter in deiner Vergangenheit bohren. Und du? Warum riskierst du dein Leben für Minfilia? Da gibt es nicht viel zu erklären. Du weißt ja, dass uns von Heidelin dieselbe Gabe geschenkt wurde. Aber uns verbindet noch viel mehr. Eine tiefe Freundschaft. Als ich nach Vals Untergang im Koma lag, hat Minfilia jeden Tag nachgefragt, ob ich schon aufgewacht sei. Sie hat die Hoffnung nie aufgegeben. Und ich werde das genauso wenig tun. Dann lass uns gehen.